Schönen guten Tag, Jungens und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei Nerdbomb zu einem ganz kurzen Infovideo. Und zwar möchte ich als allererstes mal ganz, ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Wir haben die 500 Abos überschritten und sind jetzt schon Richtung 520 sogar. Das ging relativ fix jetzt. Das heißt, wir gehen sogar steil in die Richtung 600. Und das ist für mich ein richtig krasser Meilenstein, denn wir machen hier überhaupt keine Clickbait-Sachen oder so, sondern ganz im Gegenteil, 4 Stunden Podcast und eine halbe Stunde halbstündige Reviews und sowas, und das ist einfach Wahnsinn, der Support und die tollen Kommentare etc. Also vielen, vielen Dank dafür, und ich habe da auch schon was vorbereitet, da wird noch was kommen. Ich kündige das dann aber nochmal separat an, da habe ich noch was Schönes für euch in Zusammenarbeit mit Panini etc. Habe ich da ein bisschen was organisiert, da wird definitiv was kommen als Dankeschön, so eine kleine Verlosung in dem Sinne, und sag euch dann nochmal Bescheid. Aber nach dem Dankeschön habe ich noch eine kurze Info für euch, und zwar haben ja viele von euch uns durch die ganzen Star Wars Podcasts begleitet, die ja mehr oder weniger jetzt zu diesem einen finalen Punkt geführt haben, nämlich zu The Force Awakens, der ja jetzt am Donnerstag, je nachdem wann ihr es hört, also bei uns jetzt am Donnerstag in die deutschen Kinos kommen. Und wir zusammen, also der gesamte Star Wars Talk, wir treffen uns in Berlin, allerdings erst am Samstag, und schauen den Film zusammen. Wir machen dann natürlich für euch auch wieder eine total detailreiche Review mit allen Schnickschnack, wie wir es sonst auch immer gemacht haben, und zwar der gesamte Star Wars Talk, den ihr auch so kennt. Möchte euch dementsprechend nur sagen, nach dem Release von Star Wars The Force Awakens, der Montag danach, gehe ich mal davon aus, wird die dann online sein für alle, die danach schauen. Und ja, wir haben ja mehr oder weniger, wie gesagt, die gesamte Nerdbomb dabei, nicht die gesamte, aber viele von den Leuten und natürlich auch unseren Star Wars Talk. Zwei von den Pappnasen, die mit nach Berlin fahren, sind jetzt auch hier mit dabei. Da wollen wir nochmal einen kurzen Status-Check machen. Mr. Kablabasahat ist natürlich in der Haus. Chris, bist du aufgeregt? Star Wars, hast du Bock und so? Ja, ich hab so richtig Bock. Ich bin so, so richtig. Piept das auch so richtig fickrig auf den ganzen Film und das ganze Treffen mittlerweile. Hab ja auch, weiß der Bescheid, meine Kamera aufgeladen und, das wird so genial. Ja, das wird schon ganz gut. Boah. Und auch der Dennis, der ja schon bei uns im Movie Talk mit dabei ist, den, der schaut auch mit uns Star Wars. Ja, Dennis, wie sieht's bei dir aus? Dein Status momentan? Freudig, erregt oder nicht so? Freudig, erregt wäre wahrscheinlich noch untertrieben. Also ich habe richtig Bock auf diesen Film. Ich meine, ganz ehrlich, wer nicht? Ja, also wer von uns hat da keinen Bock drauf? Ich bin richtig gehypt, ich habe richtig Bock auf diesen Film. Ich habe ungemein Bock darauf, mit der Truppe da in Berlin da die Straßen unsicher zu machen und vor allem das Kino. Und das wird, also fehlen mir fast die Worte, das wird richtig, richtig geil. Genau, so sieht's aus. Wie gesagt, Star Wars Talk ist wieder am Start. Das Perverto guckt auch mit uns, der gute Mario. Also wir sind definitiv alle zusammen, und die passende Review wird dann dazu auch kommen. Eine Spoiler-Review natürlich, wo wir auf jede Kleinigkeit eingehen. Und da würde ich sagen, ich wünsche allen denen, die uns jetzt auf dem Weg begleitet haben zu diesem neuen Star Wars-Film, natürlich ein einmaliges Erlebnis. Ich drücke uns allen die Daumen, dass der Film das wird, was wir uns erwartet haben. Und wir hören uns dann zur neuen Review und würde sagen, ja, hört euch noch ein paar Podcasts oder schaut euch ein paar Reviews von uns an, und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, Peace.